So, und damit recht herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider. Ich hier unten erstmal eine Leiche vergessen habe zu plündern. Und dann müsste ich mal noch, jetzt geht es wahrscheinlich zu einem Bosskampf. Ist alles durchgeladen? Es ist alles durchgeladen. Gut, ich würde sagen, auf geht's. Och, bitte nicht. Oh nein. Konzentration. Du schaffst es. Du gehörst mir. Kann er doch bestimmt irgendwie am Bein treffen oder so, oder? Bitte, da komme ich. Da oben komme ich nicht hoch. Ich hab da mal eine Idee. Okay, da war jetzt relativ einfach. Und du brauchst gar nicht zu versuchen. Von zwei Teilen gefunden, Bogen. Okay. Bekomme ich etwa gleich ein Upgrade von meinem Bogen? Wäre natürlich ganz nett. Das noch ein bisschen Munition. Eine Fackel wollte ich nicht unbedingt, aber dich könnte ich mal noch aufbrechen. Und auf geht's. Mehr ist hier nicht. Sieht so aus, ne? Gibt's da noch irgendwas Interessantes? Ja, hier üben das Ding. Und ansonsten, ich hätte rausgewartet, doch gleich bestimmt beschossen, oder? Nee? Na gut. Gehen wir zurück und zünden mal das Ding da drüben an. Weil wenn wir schon mal hier sind. Dann kann man es auch mitnehmen. Hier ist noch eine Tür zum Aufbrechen, sehe ich gerade. Na, dann machen wir die mal auf. Mal gucken, was auf der anderen Seite sich befindet. Gegner zu bluten. Und noch eine Kiste mit einer Reliquie. Wie sie Schützen zweiter Klasse in der kaiserlichen japanischen Armee verliehen wurde. Klasse? Eine undeutliche Kanji-Gravierung. Der Name einer Person? Soll das jetzt beheißen, dass die Japaner eine Zweiklassengesellschaft hatten im Militär? Apropos, ich sehe gerade was. Kann ich doch bestimmt anzünden, oder? Gut, dann weiß ich schon mal, nach was ich hier Ausschau halten muss. Wahrscheinlich. Also so ein sammelbares Objekt. Gibt's hier was? Nope. Da werde ich mal noch nicht lang gehen. Mich würde jetzt mal interessieren, wie komme ich auf den Turm da hinten drauf? Wenn ich mich hoch hab und. Nee, so nicht. Da muss ich auch noch irgendwie hinaufkommen. Komm ich hier hoch? Ja, das geht.
Da oben ist die Kiste. Will da ran. Ja, von der anderen Seite dann. Von der anderen Seite dann höchstwahrscheinlich. Hallo Ratte. Kann ich eigentlich, oh Gott, irgendwas ruckelt hier gerade. Ich würde ganz gern... Ratte. Ja, das geht. Mensch, die hat sogar Bauteile intus. Die Ratte. War bestimmt eine Bauratte. Weiß aber schlecht. War ja nicht noch irgendwo ein Lager? Ja, da vorne ist ein Lager. Und ein Büchelein. Ja, dann zeig mal ja. 17. September 1982. In meinem Geist formt sich ein Plan. Um die Macht der Insel zu erschließen, muss ich erst begreifen, was hier geschehen ist. Ich brauche Zeit und Platz, um den Ort zu studieren. Es gibt hier viele Geheimnisse. Die wichtigsten davon sind die Ruinen eines alten japanischen Reichs und eine mysteriöse Königin. Mit ihr begann alles. Okay. Klingt auf jeden Fall interessant. Wir können unsere Waffen verbessern. Beim Bogen. Okay, da geht noch nichts. Das Ding könnte man jetzt eigentlich noch weiter aufrüsten, ne? Nachladetempo, Schussfrequenz, das klingt doch ganz gut. Kurzer Test. Ja. Ist akzeptabel. Und dann würde ich mal hier lieber. Einfach weil ich da noch was gesehen hatte. Ein bisschen Munition. Eine Kiste. Ach, man kommt so auch wieder rückwärts zurück. Aber das ist eine Idee. Müsste da hoch. Geht nicht, okay. Ich habe so das Gefühl, dass man nicht da oben drauf kommt auf den Turm. Keine Ahnung warum. Und wegen diesen ganzen sammelbaren Objekten, ich glaube, die werde ich dann ganz zum Schluss mal noch durchmachen, wenn ich. Wenn ich die Ausrüstung dafür habe. Jetzt hoffe ich bestimmt hier hoch, oder? Die gute Frau ist aber ganz schön schnell da drüben, ey. Das ist. Da war sie jetzt wirklich fix. Leiter, okay. Okay, los geht's. Oh Gott. Auf jeden Fall schicker Pumper da im Hintergrund. Das ist doch vielleicht. Ich wollte gerade ein schönes Bild machen. Mensch, unmöglich mit euch. Das gibt, glaube ich, auch ein ganz schickes Bild ab. Es geht da ziemlich weit nach unten. Also es geht wirklich weit nach unten.
Noch weiter nach oben. Ach du Ugelig. Also die gute Frau hat auf jeden Fall Eier in der Hose. Das möchte ich jetzt mal so sagen. Klares Funksignal, bevor du den Notruf absendest. Hey, wir drücken hier unten die Daumen so fest wir können. Danke. Ach, jetzt darf ich selbst einstellen, okay. Ah, da war was. Das ist auf jeden Fall ein Radiosender. Gibt's noch so? Okay, ich würde sagen, wir senden die Geschichte mal. Mayday! Mayday, hier spricht Lara Croft von der Endurance. Wir sind auf einer Insel im Drachendreieck gestrandet. Wir brauchen Hilfe und auch Medizin. Bitte antworten. Komm schon, komm schon. Mayday, Mayday, hier spricht Lara Croft von der Endurance. Das Flugzeug N177A. Wir suchen seit dem Notsignal Ihres Schiffes nach Ihnen. Hatten kaum noch Hoffnung. Wir auch nicht. Wir können Sie ungefähr orten. Kriegen wir ein visuelles Signal? Mir fällt schon was ein. Wir nehmen Kurs auf Sie. Out. Ja! Lara Croft, du bist meine Heldin! Hey, hat Reyes gerade tatsächlich gelächelt? Gut. Ein Signal. Ein Feuer. Benzin, Flammen. Das kriege ich hin. Will ich da jetzt ernsthaft runterspringen? Ich meine, will ich das überhaupt? So, mal was Interessantes? Ach, na gut, wenn es sein muss. Und ist ungebremst wohlgemerkt. So kommt man definitiv runter. Also, von da oben, hier runter, ungebremst. Naja, ich will ja nichts sagen. Ein Militärlager. Okay. Hallo, Piepmetze. Treibstofftanks. Okay, bevor ich hier irgendwas mache, erstmal nachschauen, ob es irgendwas gibt. Auf jeden Fall haben sie ganz gut gesoffen hier. Die haben wirklich gut gesoffen, wenn ich mir die ganzen Flaschen so angucke. Das? Ach, Magnesiumstab. So sollte es gehen. Ein Feuerstab? Ah. Das ist gut zu wissen. Das ist wirklich gut zu wissen.
dass es sowas gibt. Dass sowas geht. Weil ich kenne da nämlich mindestens eine Sache. Eine Sache oder zwei Sachen? Halt, warte mal. Bevor ich das jetzt mache. Na gut, wir stellen es erstmal auf. Anzünden können wir es hinterher immer noch. Ich würde halt nur ganz gerne mal hier gucken, ob es hier vielleicht irgendwas gibt, irgendwas Interessantes. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass es euch hier auf den Angst was gibt. Aber sieht nicht so aus. Es sieht nicht so aus. Vielleicht hier hinten in der Ecke irgendwie? Nope. Gut, dann würde ich mal sagen. Sitzt mir die Geschichte meine, oder? Ist hier vielleicht noch irgendwas? Ich will mich halt nochmal hier umsehen. Okay, scheint wirklich nichts weiter zu sein. Ich würde sagen, zünden wir ihn mal an. Let it burn, baby. Weg. Oh, da kommt der Reifen. Ja, hallo Triebwerk. Oh nein, 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 nein. Oh Gott. Ich finde, man kann es auch ein bisschen übertreiben. Ich würde sagen, springen. Das war definitiv die falsche Entscheidung. Upsi. Nein, 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 nein. Eigentlich bin ich, wenn ich jetzt aufgehe. Okay, das ist eigentlich noch nichts. So, eine Six wie zur Seite weg. Hey, wir haben ein Level up. Neues Model freigeschaltet. Der Pilot. Ich muss zu ihm. Komm ich da irgendwie rüber? Ja, es scheint auf jeden Fall nichts Interessantes dort zu sein. Warum habe ich jedes Mal die Waffe? Hier? Dann würde ich mal sagen, springen wir mal lieber. Hat auf jeden Fall ganz gut funktioniert. Geil. Ja. Also irgendwie
Wir bringen ein Flugzeug zum Absturz. Wir sorgen dafür, dass ein Schiff brüchig wird. Und es ist doch schon mal noch ein halbes Dorf. Ich glaube, wir können es jetzt gut. Na komm her. Okay, mit der Maschinenpistole gehen die Typen eigentlich ganz easy. Ist da was zum Sammeln? Ja, sieht so aus. Zündet das mal bitte an. So ein bisschen Loot freut sich ja eigentlich jeder. Da geht's dann gleich weiter und hier erstmal hier hoch. Oh, das ist eine große Kiste. So eine hat man lange nicht mehr. Vielleicht war ich auch einfach bloß zu blöd, die zu finden. Da geht's auch noch mal hoch. Sehe ich gerade. Na okay, vielleicht auch nicht. Kann ja mal vorkommen. Halt, den könnte man noch looten. Den da vorne hat man schon, oder? Ja, den hat man schon. Arme Sau. Tut mir leid. Hey, hier ist ein Lagerplatz. Das heißt, ich könnte hier ja eigentlich rein theoretisch mal mal mich aufleveln. Ich kriege es nicht aus dem Kopf. Ein Sturm aus dem Nichts, bei klarem Himmel, der ein Flugzeug abstürzen lässt. Das ist irrational. Du weißt, dass es irrational ist, Lara. Es muss eine Erklärung dafür geben. Ich kenne sie nur noch nicht. Ich muss einen Fehler gemacht haben. Etwas übersehen haben. Ich hätte den Himmel überprüfen müssen, einen anderen Landepunkt bestimmen. Ich war nicht vorsichtig genug. Und jetzt sind sie tot. Interessant, dass ich jetzt kämpfen kann mit der Kletteraxt. Und ich habe was entdeckt, und zwar werden uns hier die Kartenplätze gezeigt. Das finde ich auch nett. Lara, was zum Teufel ist passiert? Dieser Sturm! Er kam aus dem Nichts. Die Wolken haben das Flugzeug eingehüllt. Lara, hör zu. Ich habe den Absturz gesehen. Du musst also in meiner Nähe sein. Komm einfach nur zu mir. Okay. Bin unterwegs. Ui. Sieht auf jeden Fall hübsch aus. Aber ich würde sagen, an der Stelle würde ich mich erstmal fürs Zusehen bedanken. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.